Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ja, sprech mit Gunnar. Den müssen wir erstmal finden. Der steht bestimmt irgendwo hier vorne. Wir müssen uns erstmal hier die Hallen überhaupt angucken. Ich meine, das ist ja jetzt alles komplett brandneu aufgebaut und großgezogen worden von uns allen. Es ist schon schick. Okay, hier draußen ist jetzt eher eine Ruine. Das ist so nicht der Teil, wo ich eigentlich hin möchte. Gut, das Haus ist natürlich klar. Das stand ja vorher schon. Gunnar, da unten bist du. Aber so an sich haben wir eigentlich eine ganz schicke Siedlung bisher, muss ich sagen. Kein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht. Kann ich dir bei etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und so wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser als die, sie genutzt haben. Ja, übernimm die Führung eines Langschiffs. Was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert ist, warum das Ganze gerade so gehakt hat. Entweder hängt das damit zusammen, dass wir jetzt heute das erste Mal spielen. Oder, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht lief auch ein Update und seit dem Update läuft irgendwas nicht mehr so ganz rund. Das kann ich jetzt leider nicht nachvollziehen. Proviant ist voll. Okay, was haben wir denn hier? Ist das der Name der Siedlung? Ja, guck es dir bloß nicht an, wenn du von der anderen Seite vom Schild stehst. Ah, in Gunnars Schmiede verbesserst du deine Waffen und Ausrüstung und passt sie an. Baukosten. Also, was ist denn das andere? Ich brauche 30 davon. Ich weiß nur nicht, was es ist. Kann man das sehen? Rohmaterial. Diese seltene Ressource wird für den Einbau der Siedlung eingesetzt. Sie kann bei Raubzügen in Klöstern gefunden werden. Okay. Wir brauchen Vorräte für Gunnars Schmiede. Ich sollte die Mannschaft rufen und auf einen Raubzug gehen. Ja, ja. So weit waren wir ja schon. Das ist natürlich geil, dass ich ihn gerade hier plünder. Okay. Können wir davon noch was mitnehmen? Nee, das ist für ein Proviant. Reden kann ich auch nicht mehr. Gut, Leute. Alle mit mir kommen. Wir wollen was plündern. Plündere schwer bewachte Ordner. Oh Gott, schwer bewacht. Um an Truhen zu gelangen, die Vorräte und Rohmaterialien beinhalten. Beides wird benötigt, um Gebäude in der Siedlung zu errichten. Der Raubzug gilt als abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen in der Nähe geplündert wurden. Okay. Im Übrigen, bevor ich jetzt hier auf Weiter klicke, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, weil, also ihr spielt das Spiel selber und ihr habt irgendwelche Probleme, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, weil wir haben nämlich privat einige Leute im Umfeld, die extreme Probleme mit dem Spiel haben, obwohl die genau wie ich weit über den geforderten, Voraussetzungen, sagen wir es so, weit über den Voraussetzungen liegen von der Grafikkarte her und so weiter. Das Spiel macht wohl massiv Probleme zurzeit. Also ich werde heute Abend oder morgen das auch so einstellen, nochmal diesen kleinen Trick verwenden, den ich schon in Horizon verwendet habe. Mal gucken, ob es dann immer noch so hakt, weil der Platz ist da, die Vorgaben sind auch da, nur das Spiel scheint es irgendwie noch nicht so ganz zu verstehen. Es ist einfach nur
schlecht programmiert, anders kann man es nicht sagen. Spitz die Ohren und hör zu. Zum Wohle unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Wir werden ihre christlichen Klöster ausnehmen wie fettes Federvieh. Die Sachsen wissen, dass wir hier sind. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Ach, mit Priestern und ihren Gebeten würde ich wetten. Ja, und woher soll ich jetzt wissen? Was siehst du? Komm, beschleunige dich mal ein bisschen hier. Da oben ist was, aber das ist kein Kloster. Ruhig jetzt. Eivor, sieh nur, ein Kloster. Ich bin bereit. Ja, machst du das jetzt mal? Okay, man muss anscheinend immer zweimal auf Y drücken. Nehmt, was ihr kriegen könnt und seid schnell. Oje, oje. Also ich mag dieses Spiel ja ungemein, aber dass man die Leute töten muss, das ist schon... Also ich meine jetzt hier im Kloster. Ja, das weicht ja geil aus, ehrlich. Ey, ich hab den hier im Visier gehabt. Das sah jetzt mal cool aus. Gemeinsam schaffen wir das. Ey, du Arschloch, ich war gerade mit dem hier beschäftigt. So geht das nicht. Ja, geiles Ausweichen. Echt. Die weicht aus, indem sie Schläge kassiert. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wie oft soll man auf die Ausweichentaste drücken? Wie schreit denn da eigentlich so? Erbeutematerial. Hilf mir. Sei meine Augen. Ah, in der Kirche dürfte was sein. Ich brauche Unterstützung. Hier lohnt es sich zu plündern. Ja, das will ich doch hoffen. Ich will ja meine Siedlung aufbauen. Sollte für Gunnar reichen. Aber wenn es mehr gibt, nehmen wir es mit. Okay. Klar, wenn es mehr gibt. Aber ich sehe nichts, was es sonst noch geben könnte. Klaus mir doch nicht hier die Sachen, die ich plündern möchte. Den habe ich nicht gesehen. Ich wollte dem anderen helfen. Mach deinen letzten Atem. Ja, die weicht echt geil aus. Die
Die weicht wirklich toll aus, ehrlich. Die ist Meister im Ausweichen, wenn man da drauf drückt. Ich verstehe es nicht. Jetzt sind wir so unheldenhaft gestorben, weil die zu blöd ist, auszuweichen, sobald man auf die Taste drückt. Eivor, sieh nur, ein Kloster. Ich bin bereit. Ein Kloster, das gibt sicher kein Erfolg. Jetzt muss ich das alles nochmal neu machen. Seid ihr denn bekloppt oder was? Los jetzt, Wikinger! Ich verstehe auch nicht, warum ich mit der nichts bekomme zum Heilen. Haben. Laufen wir jetzt nicht gerade in die falsche Richtung oder haben die jetzt woanders angelegt wie letztes Mal? Lasst sie zu den Waffen! Findet die Schätze und nehmt sie mit! Also die Typen, die Namen haben, denen sollte ich lieber nicht begegnen. Ach, jetzt kann ich das noch nicht aufbrechen? Och. Müssen wir die erst erledigt haben? Oder, nee, das war hier, ne? Ja, komm, mach hin. Das sollte für Gunnar reichen. Aber wenn es mehr gibt, nehmen wir es mit. Natürlich. Lass die Deckung um. Dich erwartet kein Party. Sollen sich die anderen drum kümmern? Um den einen. Na dann komm, stirb! Diese Made schicken wir zu Oden. Dein Ende naht! Toll, jetzt ist hier nichts mehr zum Plündern. Arsch. Was ist denn mit dir, Junge? Ach, den kann ich wiederbeleben. Ich lass dich ausbluten. Da hinten ist noch einer, den ich wiederbeleben muss, oder? Nee, den muss ich rufen, oder wie? Warum haben die denn Ausrufezeichen dran? Ich verstehe es nicht. Das erwartet kein Paradies. Vielleicht hättest du wegrennen sollen, Schlappschwanz. Gib auf, du Nachgeburt! Na, ja, bloß nicht mal ausweichen. Auch kleine Treffer zeigen Wirkung. Ich
weiß zumindest jetzt, was die mit starker Gegenwehr meinen. Kann ich nicht einfach hier sitzen und die machen den dann platt? Ah, okay, jetzt konnte ich mich wenigstens einmal heilen. Okay, anscheinend funktioniert das nicht. Ja, weich nicht aus. Ich weiß, ich weiß. Haut doch mal auf den drauf. Leute. Na, geht doch. So, jetzt möchte ich auch mal kurz zwischen... Scheiße. Ich wollte gerade sagen, jetzt möchte ich mal kurz zwischenspeichern. Wo ist denn der andere Typ jetzt hin? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen, aber... Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ja, das Blöde ist, dass er das nicht mehr so richtig anzeigt. Ich würde sagen, wir gehen wieder, Jungs, oder? Aber der will doch irgendwie da hinten rein, oder nicht? Ich will jetzt nur nicht von hinten von dem einen angegriffen werden. Mein ich doch. Helft mir mal, Jungs. Hey, ich schaff das nicht allein. Kann ich jetzt endlich mal speichern? Dankeschön. Das wollte ich jetzt nur vorsichtshalber machen. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Aber ich glaube, dass wir dann wirklich alles haben. Also sprich, dass da jetzt nicht nochmal so eine Überraschung auf uns wartet. So ein Typ, der so schwer ist. Ja, der erste nicht ganz heldenhafte Tod, den wir verzeichnet haben in dieser Folge. wieso ist der nicht einfach hier? Die muss man aufschließen, okay. Na gut, ich dachte, die kann man einfach aufbrechen. Sonst ist hier echt nichts mehr. Na, geh doch mal. Gucken wir mal. Ihr seid doch friedliche Mönche, oder? Kann man die aufbrechen? Oh. Ist zwar nur 4 Silber, aber lohnt sich trotzdem, wenn man was finden kann. Hä? Welche Wachen? Wir haben doch jetzt alle kaputt gemacht. Na kommt, Jungs, ich glaube, wir haben alles. Das war ein guter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass sie nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. Segel setzen! Stimmt etwas an. Ich wollte gerade sagen, fahren die nicht in die falsche Richtung? Leute, ihr habt schon gesehen, dass da gerade ein Boot war. Wir machen später weiter. Wie viele hast du? Wie bitte? Dag, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Die haben vom Wald aus angegriffen.
Genau. Dummschwätzer bei der Arbeit würde ich das nennen. Hier kann man nicht segeln. Hier muss man auch nicht segeln. Hier muss man nur anlegen. Hey, was ist denn los? Leute. Hier können wir nicht segeln. Ihr sollt einfach nur anlegen. Mehr müsst ihr nicht machen. Lasst uns hier anlegen. Wir setzen das Schiff. Was war denn das für eine Aktion? Okay, aber wir müssen jetzt erstmal beim Schmied anfangen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was das bringen wird. Es war jetzt auch eine hart erkämpfte Sache, muss man jetzt auch dazu sagen. Mit guten Nachrichten, hoffe ich. Ich denke, wir haben, was wir brauchen. Muss ich erst noch mit dir reden, weil du gerade so weiß bist? Achso, das ist der Topf. Kann ich den jetzt nehmen? Nee, Proviant ist voll. Verstehe ich nicht. Immerhin kann ich mich nie heilen. Und durch den Proviant heile ich mich doch, oder nicht? So, wir haben sogar das Doppelte. Dann bauen wir mal. Wunderschön. Ah, wunderbar. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Was? Die Siedlung aufbauen. Errichte Gebäude in, ich kann es nicht aussprechen, um Zugang zu Diensten, Siedlern, Quests und mehr zu erhalten. Gehe dafür mit genügend Vorräten. Ja, das haben wir doch eben alles schon gehabt. Wenn eine Siedlung... Achso, wenn deine Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und du schaltest weitere Bauvorhaben frei. Ah, rufe den Raben, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Wieso zeigt der Rabe mir Dienste an? Freude, dich wiederzusehen, Eivor. Überblicke das Land. Ach so. Da kann man dann noch Häuser bauen, Hühnerstall bauen und so weiter, nehme ich mal an. Also, dass das das heißen soll. Sei gegrüßt. Hinten haben wir auch noch eine Quest. Ja, cool. Richtig, richtig geil. Ach so, nee, mit dir müssen wir nicht sprechen. Das ist ja jetzt nur um... Das, um die Sachen zu verbessern in der Schmiede oder ähnliches. Ja, super. Dann gehe ich aber nochmal kurz rein. Genau, Fertigkeitspunkte habe ich nämlich beim letzten Mal bekommen. Die habe ich total vergessen einzufügen. So, Betäubung, Stampfen. Drücke R, wenn ein Gegner zu Boden fällt, um auf sein Gesicht zu treten. Ja, das hätte ich eben haben müssen. gut. Wieso kann ich den nicht erwerben? Hallo? Hallo. Ach so, muss ich... Ah, sagt mir das doch einer. Schwerer Schaden. Gut, dann haben wir nämlich bei allen erstmal... Nee, Moment, links habe ich das noch nicht freigeschaltet. Das ist das mit in den Rücken fallen. Richtest du mehr? Ja gut, das hätte mir jetzt natürlich auch jede Menge gebracht. Das wäre natürlich jetzt auch super gewesen. Habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Inventar ist klar. Quests... Nee, Inventar ist nicht klar, weil... Leistungswiderstand. Okay, das scheint aber in allen definitiv schlechter zu sein. Y-Runen. Was haben... Moment, Berserker? Lass mich mal eben was schauen. Wieso habe ich den Rabenmantel an? Hä? Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt habe ich die ganze Zeit meine zusätzliche Verbesserung für Angriff und Rüstung habe ich die ganze Zeit nicht drin gehabt, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? So, Rune des Schattens, Schleichangriff, Gesundheit. Machen wir mal Rune der Gesundheit mit drauf. Schleichangriff, ja. Kann man das hier reinmachen? Ja, machen wir jetzt einfach mal auf die Füße drauf. Ich meine, was wir haben, haben wir, ne? Und hier
Wundert mich das immer wieder, dass ich zu wenig habe zum Heilen, aber dann doch nichts einpacken kann zum Heilen. Naja, okay. Was ich aber eigentlich mal eben nachgucken wollte, wie viele Barren wir eigentlich haben. Moment, was? Sammelobjekte? Ein Medaillon, das seinen Träger als Anhänger des Ordens der Ältesten aufweist. Das ist übrigens wahrscheinlich alles, was hier drin ist, ist, weil ich diese Collectors Edition da gekauft habe. Darauf ist ein Bild geprägt, dem Baum, der die neuen Welten verbindet. Ich sollte es zu Haitam im Bruderschaftshaus zu meiner Siedlung... Ah! Okay. Entwurf für eine Baumverzierung für die Siedlung. Die haben wir auch. Entwurf für eine Verzierung der Siedlung. Entwurf für eine Verzierung der Siedlung. Alles nur Verzierungen. Okay. Aber ich soll was zu Haitam bringen. Ja, dann würde ich doch fast sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen, dass wir dann mal suchen, wo Haitam ist und uns dann zu ihm auf den Weg machen. Ich guck mal eben, das ist wahrscheinlich, nee, da steht es jetzt nicht drin. Nee, ich muss mit Sigur sprechen. Okay, das ist nicht Haitam. Aber den werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge dann auch nochmal suchen und dann werden wir natürlich hoffentlich weiter darauf ausbauen, dass wir die Siedlungen vergrößern können. Bis zur nächsten Folge. Ciao!